Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Wir sind hier wohl mit unseren Luftballon gelandet. Also mit unseren Heißluftballon. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Gut, was machen wir denn diese Folge? Ja. Erstmal hier loslaufen. So, mal nachgucken. Ja. Wo ist der nächste Auftrag? Ich sehe keinen Auftrag. Okay, dann machen wir irgendwas anderes. Hier, den Turm könnten wir machen. Genau. Ah, ach so. Jetzt kommt erstmal das wieder. Novize, hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Okay. Assassinenfähigkeit freigeschalten. Ja, bla bla bla. Nahkampf. Meistere Einhandwaffe. Lernen Sie Schwerter und andere Klinge. Ja, das nehmen wir. Meistere Einhandwaffe. Jo. Wie viele Punkte haben wir denn? 12 Punkte. Okay. Fernkampfwaffen. Waffelpunkt. Nee. Fähigkeit. Nee. Schleichen. Oh, Schloss knacken. Das können wir gebrauchen. Jawohl. Jetzt haben wir nur noch 3 Punkte. Ist auch manchmal ganz cool, aber nee. Nope. Was haben wir? Gesundheit noch? Ja, da haben wir wohl nicht genügend Punkte. Das wäre natürlich auch toll hier. Na gut. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Okay, aber vorher holen wir uns die Verbrecher hier noch. Bam! So. Okay. Lol. Da steht ein Hund. Ein Hund! Hallo Hündchen. Hallo. Okay. Gut, weiter geht's jetzt. Ah, jetzt haben wir wieder einen Auftrag. Wo ist der jetzt? Da oben. So, eine Einladung zum Abendessen. Können wir nicht sicher eine Schnellreise machen? Die hier, so. Jawohl. Und es speichert wieder. Na, wie lange lädt es jetzt wieder? Sorry, dass ich ständig gähnen muss, aber wir haben schon richtig spät, muss ich sagen. Also bei mir. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Okay, Vendôme. Ein Adler. Und runter hier. Oh, schön von der Seite. Okay. Hallo. Ha. Okay. Gut, noch 230 Meter. Und die hier retten wir schnell. Zack. Okay, jetzt müssen wir uns schnell prügeln. Komm schon. Drei Badge. Okay, und die Leute helfen mir. Sehr schön. Jo, den hat er das Genick gebrochen. So, jetzt haben wir hier wieder so einen fetten Typen. Komm schon. Jawohl. Und bam. Lol. Der hat, während er tot war, noch geschrien. Haltet die Deckung oben! Okay. 170 Meter noch. Na Leute, was geht? Tuileries. Nee, ihr seht mich nicht. Sehr gut. Der Louvre. Datenbank Datenbank-Eintrag freigeschaltet. Möchte ich aber nicht öffnen. Wir sind gleich da. Noch 60 Meter. Sorry. Dann geht mal auf die Seite hier. Boah. Soll ich hier rein? Nö. Hier ist eine Sackgasse. What the fuck? Muss ich hier rum? Ah, sehr gut. Erstmal alle auf die Seite schieben. Eine Einladung zum Abendessen. Louis Michel
Plätier, ein Abgeordneter des Nationalkonvents, ist Teil von Gamans Plan. Findet heraus, was er weiß und tötet ihn. Legendäre Phantomkniehose bekommen wir da. Jo, Schwierigkeit war 4 Rubine, also 4 Diamanten von 5. Das ist schon ziemlich schwer. Der Louvre ist 20. Jahrhundert, 1793. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Vielleicht weiß er das. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung. Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Mhm. Apropos Unschuldige. Richard? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Nein, tut ihr nicht. Dieser Blick. Oh. Und so ein bisschen eine Abfuhr bekommen, wa? Spastiker. Okay. Und es lädt wieder. Speichern, sehr schön, laden. Ja, okay. Da haben wir wohl einen Attentat wieder. Weinlieferung für den Palast. Wintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Talien. Okay. Für Spacken. Okay. Le Pelletier eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Einmalige Attentate 1. Wachen 69 Wachen. 17 Verstecke und 14 Zugänge. Okay. Dann legen wir mal los. Gucken, ob wir von hier schon was sehen. Neues Ziel. Infiltrationsgelegenheit. Ja, neues Ziel. Attentatsgelegenheit. Okay. Hier sehen wir nichts. Ja, da haben wir schon 2 Gegner. Bewegen wir uns gleich mal hin. Und ich gebe euch eure schöne Halsader-Explosion. Der Pisser. So, stirb. Nee, du greifst mich nicht an. Erstmal parieren. Und bam. Bam. Und bam. Du bist tot. Schön aufgeschlitzt wie so ein Schwein. Nee, warst du nicht. Okay, wo können wir jetzt hin? Berserker-Klingen haben wir 2. Okay. Müssen wir 2 Grobiane vergiften. Und 2 Doppelattentate machen. 1 haben wir ja schon gemacht. Sehr schön. Und da oben haben wir auch einen. Klettern wir gleich mal hoch, würde ich sagen. Wenn ich hier hochkomme, ja. Ah, sehr gut. So, dann holen wir uns den hier mal. So. Wer sieht mich denn? Hä? Oh, da oben steht noch einer mit dem Gewehr, oder? Nein. Hoffentlich sieht mich der nicht. Den muss... Nein, nein. Au. Alter. Noch 3 Medizin. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal. Au. Alter. Beweg dich. Noch 2 Medizin, verdammte Kacke. Boah, das bringt wieder nichts.
Okay. Au! Mieser Wichser. So. Weg mit dir, du Stück Scheiße. Bam. Schön aufgeschlitzt. Eigentlich hätte jetzt der Kopf rollen müssen. Hoffentlich du hast was Schönes dabei. Kohle. Wow. Okay. Helft uns. Helft uns. Oh, da oben ist ja noch einer, genau. Hallo. Hey, 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 hey. Stirb, du Motherfucker. Komm, ich will dich plündern. Will dich plündern, verdammt. Plündern. So. 25 Francs. Und ein Medizin. Sehr gut. So. Jetzt hier wieder runter. Ja, komm. So. Oh, da steht ein Händler. Boah, geh mir nicht auf die Eier. Ja, genau, komm her. Und bam. So, und der nächste auch noch. Zack. So. Jetzt bin ich wieder anonym. So, Verbrauchsgegenstände. Hier, Medizin. Eine Medizin habe ich jetzt gekauft. Ich will noch eine. Dankeschön. Jetzt im Besitz. Oh, ich muss kurz niesen. So, Entschuldigung. Tut mir sehr leid. Okay. Achso, ich muss noch ein paar Grobian. Ja, was haben wir da hinten? Oh, ein Lokal. Ein Lokal. Café de Louvres. Jo, kaufen, mal renovieren. Erstmal während dem Auftrag ein Café renovieren lassen. Okay. Erstmal dick Party da drin. Gesellschaftsclub. Dieser Gesellschaftsclub gehört jetzt Ihnen. Ferres, Gönn, Axel, irgendwas. Drei neue Gesellschaftsclub-Aufträge stehen ab jetzt zur Verfügung. Alles klärchen. Gesellschaftsclub. Ihr Café, Theater-Einkommen beträgt jetzt 26 Franc. Mann, ist das viel. Okay, wir haben wieder eine Datenbank freigeschaltet. Will ich jetzt aber nicht angucken. Okay, da steht einer, den holen wir uns noch. Oh, oh, oh. Du feiger Bastard! Ich kann keinen Sprungattentat machen. Ah, da steht noch einer. Und bam! Oh, das wäre ein Grobian gewesen. So, jetzt den hier noch. Zack! Hey, du hast nichts gesehen. Erstmal nach unten geschubst. Komm, jetzt stirb. Erstmal parieren, bam. Knie ins Gesicht und tot. Schlitz. Au. Das Schwert ging in den Hals. Okay, was haben wir hier unten? Was haben wir denn hier? Erstmal runter gucken. Willst du meine Kunden vergiften? Was glaubt ihr, wir in Österreich? Städeln. Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Das könnte nicht nützlich sein. Aha, mit Bleizucker gestreckt. What the fuck? Oh. Hoppla. Halt dein Maul, du Spastiker. Spastiker. Antiker Spastiker. Und der Nippel. Okay, laufen wir mal außen rum hier. Was können wir da oben machen? Ach, das ist jetzt das Giftattentat. Ah, Giftattentat. Ja, da muss ich aber erstmal reinkommen dazu. Hm. Erstmal ein offenes Fenster suchen. Hier wird wahrscheinlich nichts offen sein. Nee. Hier vielleicht irgendwo. Nope. Nee. Wieso kann ich die Scheißfenster nicht von außen aufmachen? Hm. Und runter. Nee, er hat mich nicht gesehen.
Sehr gut. Wenn ich dich in die Finger kriege! Kann ich da nicht in Deckung gehen? Nein, ich kann hier nicht in Deckung gehen. Kommt der Typ jetzt? Nö. Er geht wieder. Komm, jetzt verpiss dich mal. Ihr könnt mir einen Grobian vergiften. Du Narr. Ja, ich kann dich auf die andere Schulterseite wechseln. So. So, nichts wie weg. Erstmal schön in die Fresse boxen hier. Bam. Au, nicht. Nicht tun. Jawohl. So. Stich in die Hoden. Ballmaske. Wo ist der Grobian jetzt eigentlich hin? Hä? Lol. Er ist gestorben. Der hat den Berserkerpfahl wohl nicht durchgehalten. Oh, da hinten haben wir das Ausrufezeichen. Gehen wir auch gleich mal hin. Was ist das denn? Hallöchen. Monsieur Le Pelletier hat sich beschwert, weil sein Büro zu stickig ist. Könnt ihr das Fenster öffnen? Was redet ihr denn da? 4000 Francs. 4000 Francs balle ich da jetzt nicht raus. Ist mal hier. Oh. Oh, oh. Ah, du stirbst jetzt. Bevor dein Kumpel hier kommt. Au. Komm schon, verpiss dich. Steht erstmal der hier. Au. Lol. Nein. Ich hatte ja kein Leben mehr. Da hatte ich gar nicht drauf aufgepasst. Oh Gott. Muss ich das Ganze jetzt nochmal machen, oder was? Ich hoffe doch nicht. Speichern. Oh nö. Na dann das Ganze eben nochmal. Random. So. Ihr beiden stirbt natürlich als erstes. Zack, zack. So, jetzt gehst du drauf. Stirb du Bastard. Scheiß Extremisten hier. So, weg mit dir. Nee, 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 nee. Jawohl. So. Okay. Jetzt gehen wir hier wieder rauf, würde ich sagen. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Ach, da steht ja noch einer am Fenster. Der hat mich wohl das letzte Mal gesehen. Wie jetzt auch wieder. So, jetzt meine Kehle aufgeschlitzt. Jetzt kommst du her. Und bam. Jetzt der Schütze da oben. Der hat mich noch nicht gesehen. Sehr gut. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Den hole ich mir jetzt wieder. Aber diesmal ein bisschen anders. Hier, wo er mich nicht sehen kann. So, schön nach oben. Zeig dich. Ich bin gleich da. Und hallo. Ich habe mich gezeigt. Okay. Komme ich da jetzt rein? Achso, jetzt muss ich erstmal wieder die Weinflasche hier holen und so. Wo ist die denn? Ich sehe sie nicht. Jetzt hole ich mir den da oben und schlage ihm ins Gesicht. Bam. Oder in die Brust. Jetzt hole ich mir die hier noch. Ja. Doppelattentat, Doppelattentat. Jawohl. Sehr schön. Nope. Du siehst mich nicht. Du hast nichts gesehen und... Lol, was war das denn jetzt? Erstmal kurz stehen geblieben in der Haltung. Okay. Gleich mal plündern. Ich
bin schon ein Elite-Soldat, sehe ich gerade oben links. Medizinvoll. Willst du meine Kunden vergiften? Willst du meine Kunden vergiften? Ich bräuchte ein Fläschchen. Okay. Ich weiß nicht wovon. Ich mache das hier jetzt seit 30 Jahren, Jungchen. Ich glaube, ich weiß, wie gestreckter Wein schmeckt. Ich habe einen Wert von 5 Euro. Die hier stört mich noch. So. Weg mit euch. Was glaubt ihr? Was glaubst du? Ah, wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Ja, hier. Zeig mir den Ausblick. Und du hier könntest mir den Ausblick auch zeigen. Ich gebe euch einen Ausblick in den Tod. Hier, den hier noch. Jo, jawohl. Den hier. Zap. Es gibt keinen Komm, du Hund. Ja, dann... Ich laufe doch auch nicht weg. Zeig mal, was du drauf hast. Hier. So. Du kannst ja nichts. So. Hast du wenigstens was Sinnvolles dabei? Betäubungsbomben. Hm. Spielkarten, okay. Alles ein bisschen uncool. Ja, es war klar, dass ich jetzt gesehen werde. Oh, ein Grobian. Habe ich die Berserkerpfeile ausgewählt? Yes. So, haben wir einen Grobian. Komm, die. Okay, jetzt müssen wir noch einen. Nee, da sind keine dabei. Also, die Typ mit ihren Zylinderhüten da, die gehen mir so auf den Sack. Weil die so stark sind einfach. Nee, nicht schießen. So. Lol. Komm schon, stirb jetzt. Sehr schön. Gut. Hallo, Freunde. Freunde der Sonne. Lasst mich bitte mal durch. Dankeschön. Ah. Oh, was haben wir denn hier für einen? Der sieht mich nicht mal. Hallo. Ich darf hier kurz mal vorbei, oder? Dankeschön. Sperrgebiet betreten. Na, was geht, Homie? Hm. Hat wohl ein Seitenstechen bekommen. Hier erstmal knacken. Oh. Na, hoppala. So. Sehr schön. Auf mit der Türe. Habe ich hier irgendwo einen Gegner? Naja. Dann würde ich sagen, war's das jetzt mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Unity. Haut rein und ciao.